Peter, sind die ganzen Evangelien wie Gebrauchsanweisungen, versteht ihr? Da müsst ihr hineingehen und lernen. Das sind Haltungen, wo wir lernen dürfen, dass wir keine Fehler machen im geistlichen Leben, weil sie so viel gemacht werden. Und da muss man ganz tief hineingehen. Versteht ihr? Das ist direkt also nach der Auferstehung. Wichtig ist, dort von diesem Ort der Leiden in Jerusalem, wo sie vielleicht ein Traumata hatten wegen des Kreuzes, muss Jesus sie wegschicken. Er schickt sie nach Galiläa. Wieder dort, wo es begonnen hat, der galiläische Frühling, der Aufbruch, diese messianische Bewegung, wo alles aufgebrochen ist und alles gut war und voller Freude war, dort muss er sie wieder hinschicken. Er muss sie von dem Ort der Leiden wegschicken, dass sie wieder in die, dass diese Wunden wieder heilen, die so tief drin war, der Schock. Und jetzt kommt Jesus, und Petrus ist natürlich der, ja, was machen wir? Pater Andreas hat es gestern schon erzählt, in der Unbeholfenheit sagen sie, ja, was können wir überhaupt? Ja, fischen. Manchmal sind wir genauso, dass wir denken, was können wir überhaupt? Da musst du bei dem anfangen, was du kannst. Und musst genau das tun, was du kannst. Und der Herr holt dich genau dort ab und holt dich von der Arbeit weg und zeigt dir etwas, dass in dieser Arbeit wieder das Tiefere zu verstehen ist, was er schon angekündigt hat. Ganz am Anfang, wo er sie weggeholt hat vom Fischen, hat er schon gesagt, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Jetzt muss er wieder ein Wunder machen, dass sie es kapieren, dass sie jetzt hinausgehen müssen in die ganze Welt, um Menschen zu fischen. Nicht mehr diese Fische hier im fischreichen See Genezareth, sondern Menschen. Menschen. Und da sind wir manchmal eben mit unserer Arbeit beschäftigt, überall, versteht ihr? Ich war ja auch bei der Post, gell? 12 Jahre mit Briefträgern, Telefonrechnungen und so weiter, Päckchen, alles Mögliche. Da musst du halt einmal denken, ja, verstehst du? Ich will, dass du eine andere Botschaft rumträgst und nicht deine Telefonrechnung. Nicht Postkarten oder Briefe oder Liebesbriefe oder sonst irgendwas, sondern das Evangelium. Andreas hat auch so abgeholt. Er sagt, ich schicke dich ins Heilige Land. Ich sende dich, die Botschaft zu verkünden an meiner heiligen Stätte, wo ich gelebt habe. Wenn das die Aufträge sind, die wir bekommen, voller Freude, aber bis wir mal da aufspringen, bis wir das mal checken, dass der Herr mit dir was vorhat und du ja sagst. Und hab ja keine Angst, wenn du auch denkst, du kannst nichts. Dann ist es genau richtig. Weil es kommt nicht auf dich an, sondern auf Christus in dir. Er will fischen. Er ist der, der 30, 60, 100-fältige Frucht bringt. Nicht du. Weil ohne ihn können wir nichts tun. Überhaupt nichts tun. Das ist ganz, ganz wichtig. Also sie gehen fischen und dann steht wieder Jesus hier am Ufer. Es ist so wunderbar und sagt, Kindlein. Merkt ihr diese Zärtlichkeit? Papst betont es auch immer wieder. Schön, dass er es betont. Diese Zärtlichkeit. Kindlein, habt ihr nichts zu essen? So schön, versteht ihr? Diese Zärtlichkeit, diese Liebe, mit der er jetzt kommt. Keine Vorwürfe, auch nach der Auferstehung sagt er nicht, was habe ich für euch gelitten und ihr Versager oder sonst was. Sondern das Erste, das kommt, Chairete, freut euch. Er tadelt sie zwar ein bisschen wegen ihrer Verstocktheit, aber wie kommt er wieder in dieses Kindlein, habt ihr nichts zu essen. Und jetzt, wer erkennt ihn? Das Amt? Petrus? Nein. Die Liebe erkennt ihn. Der Lieblingsjünger. Die Liebe erkennt den Geliebten. Es ist der Herr. Nachdem er gesagt hat, werft das Netz auf der anderen Seite aus. Denn wir müssen immer darauf achten, das zu tun, was der Herr im Wort Gottes sagt. Wenn er sagt, jetzt wirf es auf der anderen Seite, du hast schon so viel gearbeitet und so viel gemacht, die haben alle nicht gehört, ich bin gefrustet, ja, in meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz, in der Pfarrei, überall. Und dann bist du wirklich neben der Mütze nichts gefangen die ganze Nacht, wenn du alleine fischst.
vielleicht ohne Jesus fischt. Und dann muss er kommen. Und jetzt sage ich dir, du wirfst das Netz, das Gleiche, auf einer anderen Seite aus. Und dann wird Frucht kommen.